Zurück bei Anruf, dem Pressetalk auf TV Berlin, und wir diskutieren über die Dieselfrage und natürlich über die Verkehrspolitik in Berlin. Peter Neumann, Sie sind Experte dafür. Dieser Senat hätte doch eine Riesenchance, jetzt zu sagen, das machen wir jetzt alles anders. Und zwar nicht morgen und nicht übermorgen, sondern dann fangen wir jetzt an. Die grüne Senatorin, die ja gar nicht den Grünen angehört, aber ihr zugehörig gezählt wird, hat doch verschiedene Ideen, was sie alles machen will. Aber man hört nichts so richtig davon. Was ist los? Kein Mut? Ja, schwer da wirklich reinzuschauen. Was ich da nur mitbekommen habe, ist, dass es gibt ja noch jemand anders in der Senatsverkehrsverwaltung, nämlich den Staatssekretär Kirchner, ein Mensch, an dem sich die Geister scheiden. Manche mögen ihn überhaupt nicht, manche finden ihn toll. Aber was Herr Kirchner bislang hinbekommen hat, selbst wenn es Maßnahmen waren, die im Einzelfall auch von Bürgern kritisiert wurde, er hat zumindest bemüht, sich umzusetzen, diese Maßnahmen umzusetzen. Das reicht aber nicht in der Politik. Derzeit haben wir in der Senatsverwaltung wirklich das Problem, oben passiert strategisch relativ wenig und unten haben wir immer noch die ausgepowerte Behördenstruktur, denen das strategisch Denken vor Jahren schon ausgetrieben worden ist, die wirklich ich bin da selber 54, aber mit 50- und 60-Jährigen dahin krebst und wirklich froh ist, dass sie ihre tägliche Routine halbwegs über die Bühne bekommt, ohne halt eben zusammenzuklappen. Und ganz nebenbei, wenn halt eben ein regierender Bürgermeister sagt, teste doch nochmal eben mal 4 U-Bahn-Strecken, wovon eine schon vor 12 Jahren abmoderiert worden ist, dann wird diese Verwaltung natürlich noch weiter gehemmt, eigentlich ihre Arbeit zu tun, nämlich die Verkehrswende, für die sich offenbar ein Teil der Wähler ausgesprochen hat, auch vorzubereiten. Und zwar so vorzubereiten, und da stimme ich vollkommen zu, und das ist in vielen Fällen auch möglich, dass der Autofahrer nicht über Gebühr oder gar nicht drunter leidet. Das sind Planungsaufgaben, die schon seit Jahren von der Verwaltung nicht mehr geleistet werden können. Und ich sehe da ehrlich gesagt keine Änderung. Das deprimiert mich ja zutiefst, sagen Sie. Ist, Herr Kolloff, ist das wirklich so, dass die Behörde, wie sagt sie, vor sich hinkrebst? Naja, das ist Klerose, ne? Ich bin gerade mit dem Fahrrad aus Schöneberg hier nach Kreuzberg gefahren, immer am Landwehrkanal entlang. Sie sollten mal diesen Radweg kennen, sehen. Also Landwehrkanal ist ein prominenter Kanal. Das ist eine einzige Holperstrecke. Um diese ganze Strecke, die würde in jeder anderen Großstadt, ich war neulich in Paris, da kann man jetzt Radfahren. Man kann in Chicago Radfahren. Man kann in Chicago, da bin ich noch nicht gefahren, da habe ich aber einen Vortrag gesehen, Radfahren in der City. So, dort ein einziger Holperweg. Um diesen Weg, der wirklich zentraler touristischer Weg wäre, hat sich seit 50, 20, 30 Jahren niemand gekümmert und wird sich in den nächsten 20 Jahren auch niemand kümmern. Das ist Berlin. Das heißt, keiner ist zuständig, keiner ist verantwortlich, was diese Stadt bräuchte, glaube ich. Wir haben ja das Thema wachsende Stadt, stark wachsende Stadt. Dazu gehört natürlich Wohnungen und so weiter. Das hat der Senat sich vorgenommen. Aber es wäre jetzt die Zeit und die Gelegenheit, eine große Verkehrswende, Modellstadt Berlin auszurufen für den Verkehr, Dialoge anzufangen, auch mit den Autofahrern, zu sagen, wie können wir eine Mobilität der Zukunft in dieser Stadt sichern und dafür eine Modellstadt werden. Berlin hat alles dafür, nur nicht den politischen Willen. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Eigentlich bräuchte man einen strategischen Kopf. Den kann man bei der Senatorin oder ihrem der Staatssekretär ist eigentlich eher Behördenleiter, der müsste es dann umsetzen und sagen, so, das ist das Ziel, da wollen wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren sein. Und dann sagt man, erstes Jahr machen wir dich. Nein, das schafft sie. Nein, ich glaube, sie schafft es nicht. Also, weil da gibt es eine Fraktion, die mit ihr unzufrieden ist. Da gibt es einen Landesverband, der eigene Vorstellungen hat. Da gibt es einen Staatssekretär, der sich eher als besserer Senator fühlt. Also das ist ja auch nicht so einfach, dass er sagt, ich akzeptiere, du bist die Senatorin und wir machen das, was du sagst, sondern der macht ja seine eigene. Dann gibt es dieses SPD, findet das nicht gut, was der Staatssekretär immer mitgeteilt hat. Das heißt, also da hat man dann innerkoalitionär, ist man sich nicht einig. Und dann, glaube ich, sie verzetteln sich in der Koalition schon. Also sie haben das Thema Wohnungsbau, ja. Das klappt nicht. Sie bauen viel weniger, als sie eigentlich sich vorgenommen haben müssen. Gibt es auch wieder Streit, Linke gegen SPD. Sie haben das Thema Schulsanierung, machen ein Modell, was These nicht funktionieren wird, aber auch unausgegoren ist, ist aber wiederum für den regierenden Bürgermeister von zentraler Bedeutung, weil er in 5 Jahren dran gemessen wird, wie viele neue Kitas und wie viele Schulen er saniert hat. So, und dann funktioniert aber das nicht. Dann funktioniert das nicht mit einer zentralen Verkehrswende. Ist doch so ein Thema, Frau Richter, wo man sagen könnte, da sind wir uns doch alle einig. Wir wissen, dass dieser Verkehr, so wie er ist, nicht bleiben kann. Wir wissen, dass wir immer mehr Radfahrer haben. Das wissen wir alles.
Wäre doch einfach zu sagen, packen wir es an. Ja, Herr Kollhoff hat gerade gesagt, Landwehrkanal, das ist jetzt ein Beispiel. Fühlt sich keiner zuständig oder ist keiner zuständig? Ich glaube, es ist bezirksübergreifend, deswegen geht genau, da gar es fühlt nicht. Sich keiner zuständig, ja. Und ach Gott, dann haben wir das, müssen wir das Problem noch diskutieren zwischen zweistufiger Verwaltung. Nee, das und wollen wir lieber nicht. Die Bezirke? Bleiben wir mal wieder bei einem Traum. Wir träumen davon, diese Stadt verkehrsgerecht und zukunftsweisend zu gestalten. Was würden Sie da machen, wenn Sie jetzt Senator wären? Naja, also die Verwaltung handlungsfähig machen. Ich sage nur, der Radweg auf der Gitschiner Straße hat 10 Jahre gebraucht, bis der endlich mal markiert wurde. Also deswegen die Prognose für den Landwehrkanal ist gar nicht mal so falsch. Wirklich verwaltungshandlungsfähig machen, das ist natürlich nicht sexy, sowas zu sagen, nicht? Aber es ist wirklich so, die Verwaltung möglicherweise auch anders organisieren, endlich mehr Geld halt eben bereitstellen und auch ideologische Scheuklappen aus der Vergangenheit zum Teil wirklich, wirklich ablegen. Welche sind denn das? Da meine ich, dass hier in dieser Stadt jahrelang das Thema Infrastrukturausbau absolut nachrangig behandelt wurde, sowohl im Straßenbereich, Ausnahme Autobahn, als auch im Bahnbereich. Also es muss hier nicht unbedingt U-Bahn gehen, aber das Thema Regionalbahn und zu einem gewissen Teil halt eben auch Straßenbahn ist hier über Jahre verschleppt worden, obwohl ganz klar war, in den Bezirken, wo neue Strecken notwendig sind, wächst die Bevölkerung. Immer mehr Kinder gehen zur Schule, fahren morgens mit der Straßenbahn zum Unterricht, Züge sind voll. Zwischen Berlin und dem Umland. Die Regionalzüge sind absolut überlastet, nicht? Und ich sage es halt eben nochmal, Verwaltung ist für mich das Allerentscheidendste. Und die Verwaltung funktioniert nicht nur, Stichwort zweistufig, wir wollen das hier nicht aufdröseln, aber auch zwischen Berlin und Brandenburg nicht. Und da muss man irgendwie rauskommen. Ich weiß nicht wie, aber es geht wahrscheinlich nur über halbwegs charismatische Köpfe, Menschen, die das wirklich wollen. Und Hand aufs Herz, da sehe ich im Moment leider niemanden. Sehen Sie jemanden? Nein, sehe ich nicht. Ich habe auch, als ich hörte, dass die Grünen eine parteilose Frau, die ich persönlich nicht kenne, aber zur Senatorin mache, habe ich mich erinnert gefühlt an die rot-grüne Zeit, die wir hatten. Damals haben die Grünen auch mitgemacht im Senat, aber sich gleichzeitig distanziert. Mhm. Und dieses Signal empfand ich auch so. Ich hätte es besser gefunden, wenn nicht nur die Grünen, sondern der gesamte Senat die verkehrspolitische Wende der Stadt zu einem zentralen Projekt für sich macht. Und deswegen auch ganz prominent auch im Senat besetzt, natürlich dann mit einer Politikerin, die eine starke Rolle bei den Grünen hat. Der regierende Bürgermeister müsste dahinter stehen. Es müsste eine wirkliche Linie sein. Wenn aber die SPD und Herr Müller hat es, glaube ich, wörtlich nicht gesagt, aber Herr Geisel, der Vorgänger war als Verkehrssenator, sagt, es geht nicht an, dass hier Verkehrspolitik einseitig zulasten des Autos betrieben wird. Also dieser Satz in Berlin mit den vierspurigen Straßen überall, mit dem Autoverkehr, den wir haben, das ist an Absurdität nicht zu überbieten. Wir haben seit dem Krieg 70 Jahre Verkehrspolitik für das Auto gehabt und das ist ja genau das Problem hier. Es müssen Straßen zurückgebaut werden. Der Pendlerverkehr muss in den Griff bekommen werden durch Park and Ride. Es müssen U-Bahn-Linien verlängert werden und Lücken geschlossen werden und es müssen Radwege gebaut werden. Es müssen Fußgänger müssen über die Ampel gehen können, ohne hetzen zu müssen etc. pp. Wir brauchen eine lebenswerte Stadt, in der sich auch Autos mit anderen Motoren allerdings als heute in Zukunft bewegen können müssen. Aber im Prinzip innerhalb Berlins muss keiner, wenn er nicht was transportieren muss, innerhalb der Innenstadt mit dem Auto rumfahren. Ich will nochmal auf das Thema kommen, was Herr Kollhoff gerade angesprochen hat, U-Bahn und Straßenbahn. Es gibt wie viele U-Bahn-Planungen? Vier. Wie viele werden davon realisiert? 4 bis 5. Glaube erstmal, ja, bestenfalls die U8 ins Märkische genau. Viertel. Da muss man mal drüber nachdenken. Es wird allerdings auch der BVG nicht ersparen, Busse weiter ins Märkische. Also insofern. Ja. Also U-Bahn-Bau dauert wie lange? 10 Jahre? Naja, also, Planfeststellung 10, 3 bis 6 Jahre plus Bauen. Also was Zweistelliges, was Solides. 10 Jahre. Ja. Und die U-Bahn zum Flughafen Schönefeld, der ja irgendwann mal eröffnet wird? Ja, also. Aber der ist ja dann verkehrlich gut angebunden. Also da kann man ja wirklich sagen, aber mit Bahn und S-Bahn ist das, also man kommt, wird auch mit dem Auto gar nicht zum Flughafen kommen, der Tempelhofer Damm. Es gibt keine neue Planung. Wenn man dann auf die Autobahn will, um Richtung BER mal zu fahren, sind pro Ampelschaltung kommen 4 Autos rüber. Da haben wir ein neues Problem. Das heißt, da ist auch keine Planung. Auf der Autobahn ist Stau. Also es wird, glaube ich,
kein, also werden alle mal versuchen und dann werden alle hoffentlich dann auf die Bahn. Wenn sie werden sie die Bahn nehmen. Ja, ja, und das wird ja auch toll. Also das muss man ja ehrlich sagen, wenn dann der Flughafen offen ist, die Dresdner Bahn fährt, ist man in 22 Minuten darüber mit der Bahn diskutieren wir dann, da machen wir dann eine Diskussion aus der ersten Fahrt und sagen, darauf haben wir jetzt 32 Jahre gewartet. Da fahren wir gemeinsam. Aber andere Frage, Straßenbahn. Ja. Die Schienen in der Leipziger wurden von einem Verkehrssenator Strieder, den die meisten gar nicht mehr kennen. Das ist jetzt wie lange her gelegt? Ja, 2001, 2. Also lange her. Ja, 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 sehr, sehr lange. Verdammt lange her. Wann wird das mit einer Straßenbahn wirklich ausgefüllt? Ja, wenn man sich mal die Protokolle anguckt, also die Koalition hat sich das ja auch auf die Fahnen geschrieben, also noch so eine Fahne, die relativ schlaff da herumhängt. Ja, das kann man so und so sehen. Vielleicht gibt es halt eben auch andere Projekte, die wichtiger sind. Also ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit etwas wird. Da können die Autofahrer aufatmen. Also eigentlich haben wir ein trostloses Bild, was die Berliner Verkehrspolitik angeht. Ehrlicherweise muss man aber zur Leipziger Straße auch sagen, das ist ja, in Mitte sind wir ja fast überausgestattet. Wir haben die S-Bahn, die durch Mitte fährt, wir haben bald die U5, die durch Mitte fährt, wir haben die Busse, die durch Mitte fahren und ein Teil auch noch Straßenbahn und dann haben wir die U5. Und wir als Radfahrer verhaken uns dann in den Schienen auf der Leitung. Das wäre auch ein Übel. Wir sind leider am Ende Berliner Verkehrspolitik nicht so ganz so trostvoll, wie ich dachte, eher ein bisschen trübe. Der Diesel bleibt vorerst, aber wie lange wissen wir nicht. Darüber werden wir sicherlich noch mal diskutieren müssen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren, bei Peter Neumann, Berliner Zeitung, Werner Kollhoff, Saarbrücker und 20 andere. Christine Richter von Funke Medien, 12 andere Zeitungen noch und ich weiß nicht wie viele Magazine und Zeitschriften, ganz viele. Sehr viel. Schön, dass Sie alle drei da waren. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche Sonntag um 12 wieder dabei sind. Wenn Sie diese Sendung noch mal sehen wollen, dann bitte YouTube, TV Berlin, Playlist, Andruck. Können Sie das alles noch mal sich anschauen. Und wenn Sie sich über uns gefreut oder geärgert haben, schicken Sie mir einfach eine Mail. Vielen Dank, bis nächste Woche und tschüss.